Also, ja, servus hier und guten Morgen hier bei der Endhaltestelle Karlhof, Linie 12 und 25. Ja, wie ihr sicher schon mitgekriegt habt, ist die Überlegung, dass man über die neue Donaubrücke zwei weitere Buslinien plant, also sogenannte O-Buslinien. Das wären dann zu einem den Linie 47 und die Linie 48. Die sollen aber erst dann 2025, also über die Brücke fahren. Die Donaubrücke ist aber jetzt schon dann längere Zeit fertig, also 2025 kann man sicher schon drüber fahren, weil sie auch in dem Jahr schon eröffnet werden soll. Jedenfalls decken sich die Linien eigentlich fast gleich. Die Linie 48 fährt hier weg von der Endhaltestelle Karlhof. Das heißt, da fahren dann drei Buslinien weg bis zur neuen Welt. Also das soll so eine Verstärkung zu den Straßenbahnlinien 1 und 2 sein. Und die Linie 47 hat eigentlich dieselbe Route, nur dass sie vom Mühlkreisbahnhof wegfährt, also da von der Straßenbahnlinie 3 und 4 und dann auch zur neuen Welt fährt. Also es soll eigentlich die zwei Buslinien die Straßenbahnstrecke entlasten, vor allem in der Früh zu Spitzenzeiten, wo halt die meisten Fahrgäste sind. Ja, und da sollen auch die Busse durchaus im 5-Minuten-Takt fahren und sich dann auch am Fahrplan der Straßenbahnen orientieren. Ja, wie gesagt, das Ganze passiert erst dann einmal in 4 Jahren, also 2025. Es ist sozusagen ein Ersatz, weil eigentlich hat man ja einmal gesagt, man baut diese zweite Straßenbahnachse. Das heißt, dass dann bei der Fähre-Hummer-Straße nicht nach Peuerbach fährt, sondern über die neue Donaubrücke und dann unterirdisch zum Südbahnhofmarkt fährt und dann in weiterer Folge halt auch zur neuen Welt. Aber das hat man ja aus Kostengründen, glaube ich, wieder gestrichen. Und darum hat man jetzt halt die neuen Zukunftslinien 47 und 48, die ja beide dann O-Buslinien sein sollten. Also da wird dann nämlich auch noch eine Stromleitung verlegt. Aber das werden wir dann erst in 4 Jahren alles sehen. Jedenfalls die zwei O-Buslinien sind dann geplant für die Zukunft. Na ja, gut, das war's schon wieder hier von der Endhaltestelle Karlhof und dann schauen wir einmal, was die Zukunft noch alles so bringen wird in Linz. Dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.